Abend. Guten Abend. Oh, Sie haben ja ein Kästchen. Erzählen Sie mal was darüber. Mein Vater hat diese Ringe im Laufe der Zeit, so bis 1972, dann ist er gestorben, gesammelt. Unter anderem eben, um sie auch meiner Mutter zu schenken und selber dran Freude zu haben. Und in der Zwischenzeit ist halt leider auch meine Mutter verstorben und jetzt ist halt in unserem Besitz. Und wir haben verschiedene Informationen so ein bisschen mitbekommen, aber die wesentlichen fehlen uns, weil das alles viel zu lang her ist. Aber hat Ihr Vater nach einem bestimmten System gesammelt? Naja, insofern, er war eigentlich ein Fachmann für die Geschichte des Kunstgewerbes. Dann schauen wir uns das mal an. Wir haben hier einen Ring aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, dann einen aus dem Anfang des 18., aus der Mitte des 19. Hier möchte ich mich nicht so festlegen. Dann haben wir einen frühen Ring, 16. Jahrhundert. Ich kann die jetzt nicht alle besprechen, aber ich nehme mir mal einfach so ein paar raus. Dieser Ring ist wie ein Bouquet von Blüten gestaltet, also richtig so wie Blätter mit Blüten dazu und heißt aus diesem Grunde auch... Also man sagt dazu auch ein Giardinetto-Ring, also ein Ring eines kleinen Miniaturgartens, bedingt Gärtchen, durch die Blumen, durch die Blüten und auch durch die Farbenfreudigkeit, auch das Grün, wahrscheinlich der Smaragde. Ja, und das bunte Flimmern der Diamanten. Ja. Man hat in der Mitte des 18. Jahrhunderts die Natur so verehrt. Denken Sie, es ist gar nicht so furchtbar weit von hier, nach Bayreuth, da hat die Markgräfin Wilhelmine das Blumenrokoko erfunden. Also, dass man die Rockaien durch Blumen ersetzt. Und es ist genau diese Zeit, also das zweite Drittel des 18. Jahrhunderts, wo man solche Blüten- und Blumenformen auch im Schmuck anwendet. Und wenn wir das rumdrehen, dann haben wir hier nämlich sehr schön auch die Verarbeitung aus dieser Zeit. Wir haben die geschlossenen Fassungen, die noch einmal von hinten bearbeitet worden sind, obwohl man den ja gar nicht von hinten sieht, wenn man ihn trägt. Nicht? Den muss man ja in die Hand nehmen, um die Schönheit der Rückseite zu sehen. Das ist aber wiederum typisch für die Zeit und spricht auch für die Echtheit des Rings. Die sind nicht so ganz selten, aber sie sind hoch beliebt und das macht auch den Preis aus. Ja, habe ich noch mal. Ein Ring dieser Ausführung liegt mit Sicherheit zwischen 15 bis 1800 Euro Wertigkeit. Dann nehmen wir mal den nächsten. Ringe mit Email sind meistens kaputt. Ist ja klar, nicht? Sie haben den am Finger, Sie machen irgendwas stoßend mit an, Sie brauchen nicht mal zu arbeiten. Sie legen die Hand auf den Tisch, auf den Marmor und knack macht es nicht. Und der ist sehr gut erhalten. Und der verarbeitete grüne Stein ist ein wunderbarer Smaragd. Also ich schätze, dass dieser Smaragd aus Kolumbien ist, also aus einer Provenienz, wo die schönsten Farben herkommen. Auch so das Einschlussbild, was man jetzt in der Kürze der Zeit sieht, ist so lebendig und spricht also... schon für eine wirklich hervorragende Qualität. Und ich sehe da etwas, was man vielleicht zeigen sollte. Es ist gestempelt auf der Außenfläche. Das macht man in Frankreich und auch in Russland. Und ich sehe hier einen Stempel 56. Das ist ein russischer Goldstempel. Das Stück ist also in Russland entstanden. In einer Zeit zwischen 1850 und 1860. Dieses türkisblaue Email ist sehr beliebt. Es ist in Sèvres erfunden worden im 18. Jahrhundert, heißt dort Bleu Céleste und wird dann eben. Also es ist auch eine typische Kombination für Russland. Mhm. Wenn Sie der Weg mal nach St. Petersburg führt und Sie kommen zum Schloss Saskoje-Selo, ist ein Teil der Außenfassade mit dieser Türkisfarbe eingefasst. Und grün ist ja sowieso die Farbe des Zarenreiches. Und es ist ein Ring, der von der Provenienz her und von der Ausführung her auch sicherlich mit einem Wert um die 3.500 bis 3.500 Euro anzusetzen ist. Obwohl das Email etwas beschädigt ist. Ja, Dank sei der Schwiegermutter.
Ja, ja. Also vielen Dank an die Sammelleidenschaft des Vaters. Davon getrennt, von einigen zumindest. Danke. Vielen Dank. Bitte.